Jo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar soll das hier mal wieder ein Zocks gezeigt werden oder Zocks mal gezeigt. Geh mal auf die Shop-Seite von dem Spiel. Das habe ich vor Ewigkeiten mal gekauft. Hier Killer is Dead. Gab es irgendwie mal eine Zeit lang verdammt günstig und ja, jetzt gibt es wieder für 20, aber gut. Ich hab's dann angezockt ein Stück. Ja, ich habe ein paar Errungenschaften gekriegt. Irgendwie kam ich an einer Stelle nicht weiter. Ich weiß nicht, ob mein Spielstand weg ist oder ob das hier mit der Cloud hinhaut. Ich starte den Salat einfach mal und dann sehen wir mal, was los ist. Oh, muss erstmal wieder installieren. Aber das ist ja nicht so wild. Das dürfte recht fix gehen hier. Ja, macht er sein Zeug da. Wollen wir gespannt sein, wie das jetzt ist. Laufen tut's ja schon mal. Sound ist da, aber kein Bild, ja. Das ist auch gut. Wurm! Warum ist die Banane krumm? Was soll das? Ah, jetzt kommt da mal, alles klar. Jo. So. Ganz pauschal sind die Sounds da ganz nett, ne? Ja, die Steuerung ist ein bisschen nervig jetzt hier, aber gut. Machen wir hier mal rein. Machen wir hier nicht so krass in the face hier. Und Space zurück, okay. Darstellung. Ja, Pausen kannst du mal schön ausmachen. Wird das ja bedeuten, ne? Das irgendwie übernehmen oder so? Ah, okay. Jetzt wird das übernommen haben, ne? Wie auch immer. Menü ist ein bisschen doof gemacht halt, aber ansonsten kann man da nicht groß meckern. Kann ich tatsächlich weiterspielen, ne? Ja? Ach, da komme ich jetzt noch nicht mehr drauf klar. Neue machen hier. Ja, ist in Ordnung, mach mal. Ja, ich mach mal normal. Dann gucken wir mal. Mal ziemlich geil gemacht, außer zu anfangen. Hat so ein bisschen was von Kill Bill, aber halt so comic-mäßig und so. Aber dann wird's halt doch ganz anders. Mal seht selbst. Spätestens jetzt wisst ihr, warum es mich an Kill Bill erinnert, auch so vom Musikstil her. Passt halt voll geil. Executioner.
Ich müsste dann eigentlich gleich die Steuerung übernehmen, ne? Ja. Keine Ahnung mehr, ob man hier irgendwie laufen konnte oder so. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Er wehrt automatisch ab. Keine Ahnung, ob die Farbe jetzt so richtig ist. Sieht ein bisschen komisch aus, ehrlich gesagt. Aber wir werden sehen. Eigentlich sieht es dann teilweise doch in Ordnung aus, ne? Was verkehrt gemacht? Naja, gucken wir mal. Ich weiß nicht, dass er mit Absicht so gemacht ist, dass das sich, ne, dass das wie ein Traum aussieht oder so. Was? Bisschen übertrieben vielleicht, aber naja. Arbeitszeit. Jo, neue Mission freigeschaltet. Können wir uns auch noch eben angucken. Vorher nur zweimal klicken, glaube ich, ne? Wake up. Mondo, wake up. Open your eyes. Slowly. It's time to get some work done. We've got prey that needs hunting. Wir müssen auf die Jagd gehen. Okay. Thank you.
Rondo, you listening to me? Hey, give me a sec. I'm in the middle of something. It's time. Sorry, baby. I got a job to do. But afterwards, we'll pick up where we left off. I can't wait. I know. I won't be long, I promise. You can go to my place. Mondo! Okay. I'll forgive you this time. Oh. Mika, spill your wine. Huh? What do you mean, sir? Spill your wine on the target. And please, make it look natural. Mondo, slow down. Well, I'm racing against the clock here. Every second counts. I spilled it! Did the target move? Yes! Wir sind anscheinend so ein Profikiller hier, ne? Approaching the target. Leave the rest to me. Yeah. Katana-Kombination. Mhm. Halten. Ach ja, ich erinnere mich. Bratz. Geht halt voll ab. Läuft, ne? Körperteile erbeuten. Okay. Man erbeutet den Gegenständen upgraden, Edelsteine und so weiter und so fort. What? Hier ist doch auch noch was, oder? Ne, von hier kamen wir wohl anscheinend. Steuerung ist halt jetzt nicht so toll, aber naja. Ist etwas ungewöhnlich. Fetz, fetz. Na komm, ich will mal mit so einer Combo killen. Impressive. You new around here? Spilled wine on my suit. I'm your replacement. I see. Are you saying I dropped the ball? Because I was under the impression that I executed every job perfectly. Haven't I, Brian? The boss isn't here. He's waiting at the table. He'd like to have a few words with you. Is that so? Oh, I'm glad. Good luck, kid. One day, you may have to walk this path too. And on this job, you always come face to face with darkness.
That's why you gotta find a beacon of light that'll never succumb to it. Thank you. Those are words I won't forget. Ja, mit dem haben wir wohl nicht so ganz so leicht Kirschen essen, aber geht wohl auch, ne? Achso, da hätte ich jetzt schneller klicken müssen, hätte ich hauen müssen quasi. Wäre es wohl besser gegangen. Anstatt gedrückt halten. Ja, sieht ja auch cool aus, ne? Albert Terminator. Brian, did I make a mistake? Yeah, by going against the state. That's evil, man. At least that's what I believed. Tell me, did you accept the darkness? I devoured it entirely. I've been enchanted by her beauty and her chaos. The still dark night. Everyone feels that way. It doesn't matter now. Watch out for that young kid. He's dangerous. Show him the ring. Gefährlich? Okay. Yeah, I intend to. To the executioners, a toast. Cheers. Good wine. A 1950 vintage Burgundy. Brian. Was my life worthwhile? Okay. Bisschen abstrakt, aber naja. Everything in life is worthwhile. Never forget that. The killer is dead. Now, let the killing begin. Yo. So viel zu Killer is dead. Und ja. Komme ich zurück ins Menü? Ja, das mache ich dann so. Ne? Bis dahin, hau da rein. Das war dann Killer is dead.